Sven, erzähl uns doch mal von deinen Erlebnissen aus Chengdu. Ja, also ich war vor 2 Jahren in Chengdu dabei mit der Studiengruppe von der AGTCM. Und für mich war es ein besonderes Erlebnis, weil ich war zum allerersten Mal jetzt in China. Und die Universität an sich, also ich kannte auch das ganze Schulsystem nicht oder das universitäre Ausbildungs- und klinische System, das war mir alles neu. Und war sehr beeindruckend zu sehen, wie die Chinesen oder die, sagen wir mal, die Ärzte oder Ärztinnen in der Klinik und in der Universität mit chinesischer Medizin arbeiten. Und dass das eigentlich nicht nur chinesische Medizin ist, was sie da anwenden, sondern auch westliche Medizin. Das heißt also, sie prüfen mit westlichen Methoden Analysen, die wir auch alle so mehr oder weniger schon kennen, und integrieren es in den klinischen Alltag. Und wenn es dann an den Prozess der Heilung geht oder den Patienten eine entsprechende Therapie zukommen zu lassen, dann wägen die einfach ab, was ist da jetzt besser oder sinnvoller für den Patienten. Und da ist oftmals chinesische Medizin so bei denen, also zumindest in der Chengdu-Universität dort für TCM, der Weg der Heilung sozusagen, ne, für den Patienten. Und für mich war es sehr interessant auch zu sehen, dass es da so keine Berührungsängste gibt. Also oftmals war es dann so, dass viele Patienten in einem Raum sind, relativ nah auch und mit vielen Familienmitgliedern zusammen. Und dann wurde auf engstem Raum nebeneinander sozusagen ein Patient neben dem anderen auch therapiert, behandelt, auch mit Gesprächen und so weiter. Also viele Leute kriegen eigentlich fast alles mit, was hier auch gar nicht so üblich ist. Und allein die schiere Größe dieser Klinik hat mich auch sehr überrascht. Ich meine, Chengdu ist eine Millionenstadt. Das war für mich auch neu. In China gibt es ja eigentlich nur noch Millionenstädte. Ja, und dann für mich ist es so, ich war zum allerersten Mal in China, im Osten überhaupt, und habe dadurch auch die östliche Kultur kennengelernt. Wir sind da ein bisschen rausgefahren auf einen Berg mit so einem schönen Kloster auch, wo man Stück für Stück, Berg für Berg, da also nach oben, Terrasse für Terrasse nach oben läuft, in einem Heiligtum nach dem anderen. Überraschend war auch für mich, tibetische Klöster mitten in der Stadt in Chengdu zu finden und zu sehen, und auch so ein relativ großes Einkaufszentrum dafür, ja, oder eigentlich ein Einkaufsviertel. Und ja, die chinesische Kultur an sich einfach mal so handgreiflich zu erleben. Also rundweg herausgesprochen, von der Reise konnte ich sehr, sehr viel mitnehmen. Die Art und Weise, wie dort behandelt wird, hat mich eigentlich bestätigt, das, was ich im ABZ gelernt habe. Und ich kann das sehr gut im Alltag bei meinen Patienten anwenden.